zusätzlich zu der großen Nachfrage, welche ganz praktischen Probleme stellen sich denn für einen Online-Händler heute, wenn er im Markt erfolgreich sein will? Hier würde ich sagen, ganz klar das Thema Kommissionierung und Fulfillment und natürlich die letzte Meile. Das sind eigentlich so die zwei, sage ich mal, Hauptanforderungen, die es dann zu bewältigen gilt. Und natürlich auch die Frage, wie kann ich so ein Konzept kostenneutral oder, sage ich mal, kostenoptimiert dann auch tatsächlich abbilden. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Einerseits das Thema, wie viele Bestellungen habe ich eigentlich in meinem System drin? Mache ich alles selber? Habe ich Partner? Kommissioniere ich jetzt beispielsweise aus einer großen Filiale raus, wie das einige Anbieter noch machen? Habe ich einen Dark Store? Oder habe ich beispielsweise ein hochautomatisiertes Fulfillment Center, wo ich dann natürlich mit größeren Bestellmengen auch, was die Kostenstruktur, nachher die Pickkosten angeht, ganz anders fahren kann? Also es gibt ja verschiedene Studien, zum Beispiel eine der bekannteren, zwar schon etwas älter, aber ich glaube immer noch recht repräsentativ. Das ist eine von Capgemini, die war, ich glaube, anfangs 2019 rausgekommen, wo dann auch gezeigt wird, also wirklich das Thema dann Picking und letzte Meile macht ungefähr, ich glaube, zusammen ja, knapp 40% im Kostenblock aus, was natürlich dann ganz gewaltig ist. Und hier muss man sich als Händler natürlich fragen, wie kann ich jetzt quasi diese Kostenstruktur so verändern, dass am Schluss für mich noch etwas übrig bleibt. Mhm. Ich glaube, bei vielen Händlern bleibt derzeit nicht bis nur sehr, sehr wenig übrig. Herr Professor Schauer, wo liegen denn nun eigentlich die Unterschiede zwischen den Händlern, die auf ein bestehendes Ladennetzwerk zurückgreifen können, im Vergleich zu Händlern, die rein online verkaufen? Da gibt es ja auch einige sehr erfolgreiche Beispiele. Die Firma Picnic aus den Niederlanden kommt mir da in den Sinn. Ja, wo liegen da die Unterschiede? Ich würde gern dennoch so mal mit den Gemeinsamkeiten der beiden so mal Händlersysteme starten. Sowohl der stationäre Handel als auch der Onlinehandel müssen sich natürlich sehr stark mit dem Kunden, mit der Kundenzentriertheit auseinandersetzen, mit ihren Produkten, mit ihrem Dienstleistungsportfolio. Wo sind die Unterschiede? Die Probleme, die ein stationärer Händler hat und parallel im Grunde seinen Onlinehandel betreiben möchte, sind insofern vielschichtig, weil die Probleme des stationären Handels und die Herausforderungen des Online-Systems im Grunde parallel zu bewältigen sind. Das heißt, die Fragestellungen, die im Vorfeld mein Vorredner schon ins Treffen geführt hat, wie Picking, Kommissionierung, letzte Meile, betreffen natürlich beide. Zusätzlich hat der stationäre Handel natürlich seine Flächen optimal auszunutzen, seinen Showroom zu gestalten. Er hat natürlich Personal, das er entsprechend zu beschäftigen hat, und auf das Personal kommen natürlich neue Herausforderungen zu, neue Aufgabengebiete. Wir haben im Grunde teilweise ja auch so die Fusion von digital und analog im Store. Die stationären Handelsoutlets werden benutzt, um den Onlinehandel zu unterstützen, das Fulfillment zu erbringen. Insofern kommen diesbezüglich so neue Herausforderungen auf die Kolleginnen und Kollegen des Handels zu, die natürlich auch diesbezüglich so einen entsprechenden Bedarf an Schulung, Job-Enrichment und weiter mit sich bringen. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch das Thema, wie verschiebt sich im Grunde Bright Store zu Dark Store, welche Technologie kommen zur Anwendung, sind eigentlich vielschichtige Themenstellungen, die auf den stationären Händler, der auch online betreibt, zukommen.